So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ich bin gerade hier auf unserem Spielplatz und ersetze mal die letzten alten Holzteile. So, den Zaun müsste ich dann noch komplett streichen. Ich wollte aber jetzt erstmal die Farbe austesten, die wir fürs Sägewerk ausgewählt haben. Einmal ein dunkles Rot. Wie schaut das aus? Da oben? Oder würde doch eher braun hier der Wand gut zu Gesicht stehen? Komm, kletter hier hoch. Bin ich jetzt blöd? Jetzt geht's. So. Die Türen bekommen eine andere Farbe. So. Also es wirkt nicht so rot, wie ich es gedacht habe. Von daher eigentlich eine gute Farbe. Moment. Das werde ich mal von innen streichen. Also das Dunkelrot gefällt mir gut. So, ich muss nur gerade ausfinden, wie ich am günstigsten an die Wand komme. Ein Glück, dass die Maschinen alle laufen. Aber ist ja gerade kein Holz da. Eigentlich könnten wir da auch das Sägewerk mal ausschalten, wenn das geht, aber geht glaube ich nicht. So, die Stammmitnehmer lassen natürlich meine Füße komplett in Ruhe. Und der Balken, Balkenkonstruktion. Wo gehörst du dazu? Da, okay. Passt, passt, passt. So. Ups, runtergefallen. Hier ein bisschen Farbe dran. Mal kurz hochklettern. Na. So, schön balancieren. Warum sind hier Doppelpinsel? Ja, auch nochmal. Irgendwas stimmt hier mit der Farbe gerade nicht. Okay, Farbe alle. Wir haben aber ja noch so eine andere Farbe uns geholt. Das war mehr Orange. Wie würde das... Ja, an der Tür sieht das schon mal schrecklich aus. Okay. Dann vielleicht das Haus in dem helleren Ton. Okay, das wirkt jetzt eher rot.
Bei der Farbauswahl sah das eher orange aus. Ah, na gut. Nicht das Fenster. Bloß nicht das Fenster fertig streichen. So. Hier habe ich sogar noch ein Gerüst. Meine Güte. Wo gehörst du dazu? Wand. Und dann bist du auch Wand. So. Da. Schick. Einmal hier rum. Ach, hier hatte ich noch nicht alle Bretter ersetzt. Okay. Gut, dann lassen wir erstmal Seite, machen hier erstmal weiter. Da. So. Ich glaube, das kann man so lassen. Bin ich erstmal grob zufrieden mit der Farbe. So. Da. Und hier. Innen ist hier auch einiges gemacht. Man muss mal ganz kurz Holz holen. So. Also irgendwie hier fertig bekommen. Irgendwie hier hoch kommen. Getroffen. Getroffen. Wo ist hier das Teil? Nicht da, aber hier ist noch. Nicht dazu gezählt. Okay, das hat gezählt. Aber wo ist hier der Übeltäter? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir
alles von dem Haus. Schnell die Farbe holen. So, die Spitze hiervon noch machen. Machen. Scheiße. Gut. Wir holen uns mal Weiß ab. Wie viel Weiß ist hier noch drin? 30. Wir nehmen mal lieber. Oder? Doch. Wir nehmen den 30er einen Strich. Dass wir die Fenster und Veranda, das wird, scheiße, wird nicht ganz reichen, aber wir probieren es. Also erstmal hier dieses schöne Fenster, diese Kante, diese Kante. Machen wir natürlich die Tür. Jawohl. Fenster. Fenster. Und hier auch nochmal. Gott, damit wäre... Ah, machen wir die ganze Veranda weiß. Nochmal zurückspringen. Ja, holen noch mal ein bisschen Weiß ab. So. Und wieder zurücklaufen. Es kostet unheimlich viel Zeit, aber... Ja. Wenn es von der Farbe nicht passt, kann man es immer noch umändern. Oder zumindest den Zaun. Das sollte ja kein Problem sein. Komm, dann machen wir aber hier drinnen den Boden weiß. Ja, klassische Deckweißmaler hier. Ah, wobei meine Lieblingsfarbe ist ja auch Rostschutzblau. Deshalb haben wir das Haus schön blau gemacht. Wobei Rostschutzgrau sieht natürlich auch schick aus. Rostschutzfarbe allgemein. Ja, komm. So. Und ist der Innenraum Boden weiß. Und was wir machen wir mit dem Dach? Da müssen wir aber dann doch ein bisschen dunkler arbeiten. Moment. Wo gehört der Balken ran?
Nein, das war schlecht. Balken muss an irgendeinem... Scheiße. Ja, guck mal, wie die Farbe hier an der Tür wirkt. Ist okay, würde ich sagen. Auch das Fenster hat keine separate Farbe. Machen wir die Türen hier weiß. Ist hier eine Tür? Nein. Einmal so ein dunkles Rot. Irgendeine dunkle Farbe hier fürs Dach. Die könnten wir auch für die Veranda nehmen. Hier dunkles Rot. Okay. Auf zur Pritsche. Und zum Na, Dingsbums da. Wie heißt's? Baumarkt. Da. Farbkonzept perfekt umgesetzt. Storch geht zur Seite. Wieso fahre ich so weit von der Rampe weg? So, aussteigen. Welcome. Hat sich hier irgendwas geändert? Gibt's hier irgendwie was Tolles? Nein. Gut. Hier am Laptop kann ich auch nichts machen. Nein. Schade, schade. Bitumendach. Für Sägewerk habe ich glaube auch noch kein Dach. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, wir starten die nächste Folge hier von draußen. So. Dann beende ich hier mal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.